wird in weinseligen Stunden stets das wahre Glück empfunden. Und wohin lädt dieser Verein die ewig durstige Seele ein? Ins Wirtshaus, Freunde, wenn's beliebt, wenn's da etwas zum Trinken gibt. Im Wirtshaus wird, ich sage es offen, kollektiv und gern gefeiert. Wenn das Konzil kein Wirtshaus wäre, dann hätte mir dahinter leer, es säße in dem alten Bau. Hey, da wird praktisch keine Seele. Ein Mann vielleicht, es wird überraschen, der Landrat mit der Thermosflasche. Ihn grüße ich und euch recht froh. Guten Abend, Honau! Oh. Die Niederburg war seit alten Stunden mit dem Gasthaus eng verbunden, weil ohne Milch und Joghurt und so Sachen kann ich doch keine schöne Fasnet machen. Man zieht sich, dass es lustig sei, zwei Fläschli stilles Wasser rein und an der Bar Kamillentee, dann aber Humpa-Tedere. Mir wird die sind als Besonderheit vor allem anderen arme Leid. Kennst du einen Wirt mal so gefragt, der nicht am Hungertuch nagt? Ein trockenes Wickli zur Therapie ist für einen Wirt ein Festmenü. Ein Schlittle Wasser, falls das geht und Spielmaschine eins übrig lässt. Wir kennen zum Beispiel den Profit praktisch nicht. Du kannst sagen, wir zahlen für euren Suff drauf. Mir wird's leid sind, kannst jeder fragen, unterbezahlte Soziologe. Wir sind die Seismographen, da will ich nicht protzen in der Feinabstimmung zwischen Trinken und Frohsinn. Wir sind auch deshalb mal erwogen, die letzten Sozioornithologen, wo Nachtviertel ihr Dasein frischten, sie meistens in der Kneipe nischten. Ohne uns, da kannst du mich heben, des der Schluckspecht nicht mehr geben. Keine Schnapsdrossel tät mir tirillieren auf dem Heimweg und auf allen Vieren. Mir wird die machen auch irgendwie täglich Gruppentherapie und bietet dem geschundenen Mann am Stammtisch Therapieformen an, welche in Yoga-Harmonien Bier und Wein mit einbeziehen. Und damit es auch ganzheitlich sei, sind Obstler und Kirsch auch dabei. Ja, ich sag immer, was soll denn die Bier- und die Weintrinkerei? Man kann mit Schnaps auch lustig sein. Beim 10. Glühwein zieht's allerdings bei manchem der Schuhe ein bisschen nach links. Saisonal biete ich auch dann Alljahr Erdbeerbowle an, aus Obstbrand, Cognac, Whisky pur und ein Schuss Möbelpolitur. Wenn einer noch zwei, drei Gläschen konkret mit dem Kopf anfängt wackeln und Augen verdreht und behauptet allen Ernstes, er wäre ein Specht, dann war die Bowle nicht mal so schlecht. Au. Auch wird beim mongolischen Tantra trinken jenem Mann Entspannung winken, der losgelöst von Raum und Zeit als erster von seinem Hocker geht. Aha. Beim tibetanischen Karma trinken in Spee gibt es 6 halbe Hopfentee, weil Bier, so sagt die Wissenschaft, das stärkt ja auch die Manneskraft. Wenn ihr an Kamasutra denkt, wie die sich dort beim Sex verrenkt, sieht zwar blöd aus, ist aber frivol, das schaffst du bloß mit Alkohol. Auf. Auf.
viele evangelische Protestanten freuen sich schon 500 Jahre Revolution, denn schließlich zählt das Wirtshaus zu den konstanten Wurzeln aller Protestanten, denn Martin Luther ist gewesen, der sprach von 95 Dresen. Ja. 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 Also wenn das nicht übertrieben ist, das schafft nicht mal ein Pietist. Insofern ist, wenn du so weit, von Luther zum Liter ein winziger Schritt. Heut am Tag ist immerhin das Fest vom heiligen Valentin. Da kriegt die Jungfrau und die Mutter einen Blumenstrauß als Drachenfutter. Gut. Gut, das Drachenfutter nehme ich zurück. Heute geht es ja ums Liebesglück, da geht es um Liebe und um Triebe, da geht es um hormonelle Schübe. Und wer auf dem Felde zu kurz gesprungen, schenkt Piccolo und Katzenzungen. Den Bewohnern der Alp sag ich getrost, es geht auch mit Most. Zu was? Das wäre die nächste Frage. Braucht es das Wirtshaus heutzutage? Kneipen waren zu jeder Zeit Intensivstationen der Seligkeit. Jetzt könnte man ja meinen, es ginge hier hauptsächlich bloß um Wein und Bier. Das sind alles Gerüchte. Das ist gar nicht wahr. Am Stammtisch kommt Alkohol fast gar nicht vor. Beim Stammtisch geht es um Geisteskraft, ein Ort der Forschung und Wissenschaft. Oftmals werden hierzulande die Institute total verkannt. Schau, es ist doch das Bier von Natur, orale Literatur. Darum weiß jeder Gastwirt, das Leben ist ein Nehmen und ein Leben. Das weiß auch der Stammtisch sicherlich. Mal übernimmt man sich, mal. Genau, so ist es, ich war. Ja. Der Stammtisch ist, wie ich ihn sehe, ein Ort der Ästhetik, der Philosophie. Da entstand auch die Drese an unserem Kollegen. Wer schwankt, hat einfach mehr vom Weg. Na ja. Oder nimm mal das Wort, also vom Vegetarier. Das Wort Vegetarier kommt aus dem Sanskrit, also praktisch aus Indien, wenn das so wie Vegetarier bedeutet, seit uralten Tagen. Es bläht zum Jagen. Ja. 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 Der Stammtisch kommt mir oftmals vor wie ein soziokulturelles Ideenlabor. Oft schlägt dort die futuristische Stunde, wenn es heißt, wer zahlt die nächste Runde. Der Schnabel war das toll. Der Seppi war dermaßen voll. Er hat ein Taxi genommen, zum Glück. Und bringt das Heidscheins wieder zurück. Ja. Ja. Der hat, weil er so Sorgen hat, annonciert im Konradsblatt, suche neuen Schutzengel gegenwärtig, der Mai ist mit den Nerven fertig. Manche Kneipen, das ist auch bekannt, die werden Volkswirtschaften genannt. Da geht man nach, um zu studieren. Da bleibt es denn auch bei 3, 4 Bieren. Es sei, dass einer den Bachelor macht, dann wäre es auch mal 6 bis 8. Jetzt frage ich dich,
Was so ein Bachelor K? Ja, der Bachelor halb vor sich nah. Warum der das Bachelor ständig probiert? Ja, ich nehme mal, er hat studiert. Ich meine, was brauchst du denn ja nicht für Hätscheler, aber wenn er Bachelor will, soll er Bachelor. Na ja. Ich meine, ich kenne mich da als Wirtin aus. Aber ich habe gesagt, Bachelor wird vor dem Haus. Ja. Ich selber forsche mit voller Kraft, was trinkt das Volk in der Volkswirtschaft. Da mache ich Top-Angebote für Bier, da kriegst du 3 halbe zum Preis für 4. Natürlich kann man allgemein auch ohne Wein zufrieden sein, aber mit Wein, das ist nicht zu bestreiten, bist halt auf der sicheren Seite. Ja. Da gibt's Leute, die geben zu Protokoll, nüchtern bin ich schüchtern, aber voll bin ich toll. Gut, ich mein, mit Alkohol löst man keine Probleme, aber auch mit Milch, und das ist das Schöne. Wer Sport treibt, glaubt ja scheint's durchaus, er sehe nackt viel besser aus. Ich sag als Wirt und was es genau, mit 6 Glas Rotwein geht es auch. Haben das gesehen, eines will ich noch erwähnen. Es ist die Wirtin, die im Glanz für Schönheit steht und Eleganz. Wenn du ein Dämli siehst, fast elfengleich, mit seidenem Häutli und Haar ganz weich, das Figürli ohne Fehl und Tadel, noch dünner als ein Anstecknadel, ganz leicht über der Erde schwebend, Gewicht rund 40 Kilo lebend, dann weichst du gleich von vornherein, die Frau kann keine Wirtin sein. Eine Wirtin ist eine gestandene Frau, die erkennt das Leben ganz genau von feinherber Schönheit. An Reizen nicht arm, ein großes Herz und voller Charme. Jeder würde mit ihr schmusen, jeder starrt ihr auf den Buckel. Meistens ist ihr Dekolleté noch tiefer als der Bodensee. So eine Wirtin weiß einfach, was geht, weil sie voll im Leben steht. Eine Wirtin sieht bei jedem Mann, wie lange er noch ungefähr standen kann. Das merkt ich schon an seinem Minenspiel. Ein Grappa und der ist am Ziel. Die Wirtinnen süßer als Schokolade, die Kronjuwelen in Schwaben und Baden. Und wenn es auch heißt dazwischen, dass manche ein wenig ein Rächer sei, für jede Wirtin kannst du mich heben, der dich meine Hand ins Wasser legen. Bloß eine Bedienung hat es ziemlich verratzt. Sie hat sich beim Bediener am Fiedler gekratzt. Sie kehrt dann zurück zur Theke und kratzt sich schon wieder die hintere Wunde. Ein Gastfreund fragt ziemlich unzufrieden, haben Sie vielleicht Hämorrhoiden? Na, schreit sie ein Tick zu laut, wie ich meine. Wenn sie nicht auf der Karte stand, noch haben wir keine. Ja. Ja.
Ob am Pizza- oder Heißluftofen, ein Hoch auf alle Gastronomen. Auch wenn man nicht gern drüber spricht, vergesset auch das Trinkgeld nicht. Bei uns am See heißt speziell, drum will ich das nur sagen schnell, die schönste Art, dem Wirt zu danken, ist guter Durst und Schweizer Franken. Erhebet die Gläser und Prost miteinander auf die Würzle in unserem Land. Eines lass mich noch kurz sagen, es liegt mir wirklich auf dem Magen. Der Stammtisch ist, das war's der Blöde, stets ein Ort der freien Rede. Jeder darf uneingeschränkt freiweg sagen, was er denkt. Bloß eins, und da kenne ich gar keinen Spaß, bei Rassengeschwätz und Fremdenhass, der Hass ist schlimm und lasst keine Ruhe. Da stimme ich im Rosecker Peter zu, wir haben zwar alles und das ist schön, aber was uns fehlt, ist ein bisschen mehr Friede und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte und weniger Neid, ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass und ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre doch was. Statt Rennen und Hetze, ein bisschen mehr Ruhe, statt immer bloß ich, ein bisschen mehr du. Statt Angst vor dem Fremden, ein bisschen mehr Mut und miteinander schwätzen. Mensch, das wäre doch gut. Statt Fackel und Sturmhaube und all den Scheiß, Schlotz mit einem Kind, ein Boller Eis. Statt Triebsinn und Dunkel, ein bisschen mehr Licht. Statt Hetzkampagne, ein Liebesgedicht. Und viel mehr Blumen, solange es noch geht. Nicht erst auf den Gräber, dort bliebt es spät. Drum ist der Stammtisch bloß nicht blöd, da gibt's auch eine Humanität, die für eine Herzensbildung steht und drum der andere Leben lässt. Sottige Stammtisch braucht das Land in diesem Sinn. Prost miteinander, ich hoffe, ihr seht jetzt auch so. Na, sollen wir's recht sein. Hol auf! Hol auf! Jetzt, wenn wir gerade beieinander sind, müsste doch gelingen, so miteinander ein Kunstlied singen. Leg los, Jürgen. Mir kommt noch lang nicht hopp, mir hat noch so viel Gott. Mir kommt überhaupt nicht hopp, es ist uns alles Gott. Ich bin immer noch mal da, denn wenn es morgen wieder glitt, da sind wir gleich sowieso. Wir kommen, nur lange kommen, wir haben nur so viel Glück. Wir kommen überhaupt nicht kommen. Wir kommen, nur
Normalerweise sagt man immer, wer nichts wird, wird, wird. Das kann man in dem Fall aber überhaupt nicht sagen. Da muss man eher sagen, der Mann, der weiß, wie alles geht, ist der, der hinterm Zapfhahn steht. Und der hinter dem närrischen Zapfhahn heute war, ich brauche ihn eigentlich nicht vorstellen, Alfred Heitzmann. Hallo, hallo. Alfred, auf dich ein dreifach kräftiges Honoro, Honoro, Honoro. Dankeschön. Ich danke dir. Ciao. Honoro.